30 Grad, Flamingos und Flipper. Hier, Farbvariante. Nämlich ein Shuttle-Anhänger. Ich habe Durst und Spaß. Yo Leute, was geht? Wir sind auf der Suche nach unserem Bike. Wir heißt Patrick und ich sind hier in einem Höhlensystem und suchen unsere Downhill-Bikes. Man sieht nichts, es ist dunkel. Es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Da ist ein Fahrrad, Patrick. Da, da ist es. Wow, Nebel! Auf welchem Planeten sind wir gelandet, Patrick Sturm? Da ist so eine Höhle und da sind die Bikes und da ist eigentlich auch das Auto. Also, naja, Magie genommen, sorry. Alles gut? Alles gut? Einfach hier schön weggebrochen und dann... Auf jeden Fall heute die besten Bedingungen, um Fahrrad zu fahren. Ungefähr wie auf Schmierseife mit den Blättern. Und wir fahren jetzt die Strecke mal komplett runter. Zum ersten Mal. Alter, ist das rutschig. Wieder weg. Man sieht halt einfach gar nichts, was hier so auf der Strecke ist. Keine Wurzel, gar nichts. Alter, ist das rutschig. Ich kack ab. Böses Wort. Entschuldigung. Alter, ist das rutschig. Also hier bei solchen Bedingungen und Trail, Rutsch und so weiter, auf jeden Fall die Vorderradbremse einigermaßen in Ruhe lassen, damit man vorne irgendwie noch Traktion hat. So Leute, eigentlich wären Patrick und ich jetzt durch, weil Hunger, alles nass, Durst etc. Mimi, aber dann habe ich das bei Patrick am Bike gesehen. Hier Flamingos und das heißt, Patrick hat definitiv Bock noch auf ein Partylab. 30 Grad, Flamingos und Flipper. Ja, das ist der Patrick hier vor uns, er geht hier in die Kurven rein und da versuchen wir hier vorbeizukommen. Nee, das wird zu schmal. Wow, da fallen wir fast hinten drauf. Wow, ich rutsche hinten weg. Oh mein Gott, was ist das für eine Fahrt, ein Partylab. Gehen wir da hinten vorbei? Nein! Da könnten wir fast, hier hätten wir dran vorbeispringen können. Vielleicht hier vorbei, nein. Patrick Sturm, da fährt er gehetzt von Fabio Schäfer. Ist das purer Stress für dich, wenn ich hinter dir herfahre? Es geht, aber du bist mit deinem Rad mir an den Fuß gekommen. Das hat mich schon kurz irritiert. Stimmung.
Boah, hier fahren wir vorbei. Ah, da hat er eine andere Linie. Da hat er mich quasi verwirrt hier. Oh, oh. Und gehen wir hier? Nee, hier kommen wir auch nicht vorbei. Ah. Da fährt er einfach direkt weiter. Oh. Wow. Hatten Sie Spaß? Ja, ich habe Durst und Spaß. Bäm, neuer Tag. Nicht mehr auf der Downhill-Strecke im Wald, wo es viel zu kalt war. Und mimimi. Heute befinden wir uns in Trailpark Mehring. Minus 1,5 Grad, also sogar noch kälter als auf der anderen Strecke. Aber mit neuen Kräften. Dabei sind der Patrick, der Guido, der Luke und der Paul. Und ich zeige euch jetzt was Cooles, was der Guido gebaut hat, nämlich einen Shuttle-Anhänger. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Erklär mal, was du hier Tolles gebaut hast. Nicht schwer. Zwei Einwegpaletten, ein paar Kanthölzer, zusammengeschraubt, eine Schräge dran zur Stabilität, oben die Strebe ein bisschen abgepolstert und zack, ist der Shuttle-Hänger fertig. Und das da? Das sind Spanngurte für hier um die Gabel, um das Rad zu fixieren. Ja, mehr gibt es doch nicht zu sagen. Ne? Recht günstig. Wie viel hast du dafür bezahlt ungefähr? Nix. Also Schrauben, ja, vielleicht für 15 Euro. Einwegpaletten, keine Europaletten. Ich habe gerade den Patrick gebeten, meine Kamera in die Hand zu nehmen und zu filmen, um euch zu zeigen, wie unfassbar intelligent ich bin. Ich habe mir diese Matte nicht nur gekauft, sondern auch daran gedacht, die mitzunehmen. Und jetzt stehe ich hier nicht im Nassen. Guido steht im Nassen. Auch wenn jetzt der ein oder andere denkt, was ist das für ein übermenschliches Wesen, dass er auf so eine gute Idee kommt, möchte ich euch zeigen, ich bin auch nur ein Mensch. Hier, wenn ihr euch das anschaut und diese wunderbare Farbvariante, da bin ich von der Leiter gefallen und auf der Treppe aufgeschlagen. Viel Spaß. Erste Abfahrt für mich. Patrick fährt. Warte, Luke, warte. Und, ich schneide hin und her und seht ihr die rote und die schwarze Strecke. Und da ist der Paul. Guten Tag. Ja, vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, ich habe endlich mal eine neue lange Hose. Ich habe ja, besitze ja eigentlich nur eine lange Fahrradfahrhose seit Jahren. Und die habe ich von Marciak Offroad. Findet ihr Rabattcode in der Videobeschreibung. So, wir fahren rot, vor mir der Luke. Sehr rutschig heute. Okay. Ich muss immer aufpassen, wenn ich einen Luke hinterher fahre, weil der so viel leichter ist. Der braucht nicht so viel Speed für die Sprünge wie ich. Hier so eine kleine Hip. Oh, der rutscht da.
bisschen nasses Holz. So, jetzt kommen so zwei kleine Doubles. Und hopp. Und Double. Und ich sehe die Strecke nicht mehr. Fängt an, links kann man rollen, rechts kann man tropfen. Hier ist es saurutschig mit den Wurzeln, aber super schöner Park. Oh shit. Ma, fuck. Das war eine Angstbremsung. Das war viel zu kurz. Okay, dem Luke folgen ist keine gute Idee. Jetzt ein bisschen weit. Es ist schon dunkel, ich bin zu Hause, wasche gerade pflichtbewusst noch mein Bike. Hat mega Spaß gemacht. Riesenlob nochmal an die Trailpark Mehring Crew für diesen wunderbaren Spot. Macht jedes Mal wieder Spaß, dort zu fahren. Schade, dass das Ganze jetzt im Winterschlaf geht. Falls ihr Strecken, ich habe es letztens schon bei Instagram gefragt, aber es kam super cooles Feedback, viele Strecken. Aber falls ihr auch noch ein paar kennt, schreibt bitte in die Kommentare, welche Parks, Jumplines, Trails, was auch immer, auch im Winter aufhaben. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dann, tschö tschö. Falls euch das Video gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. Hier oben könnt ihr meinen Hauptkanal abonnieren, da meinen Zweitkanal für Produktreviews. In der Mitte findet ihr mein Bekleidungslabel Scrape Gear und in der Videobeschreibung einen Link zu meiner detaillierten Ausrüstung im Mountainbike- und Videobereich.